Bist du ein Pechvogel oder ein Glückspilz? Hallo, liebe Deutschlernende, heute reden wir über diese beiden Wörter, ja? Ein Pechvogel und ein Glückspilz. Ja? So nennt man Leute, die entweder ganz viel Pech haben oder ganz viel Glück. Ja, Pech bedeutet Unglück, ja, wenn mir ganz viele schlechte Dinge passieren, wenn ich kein Glück habe, dann habe ich Pech. Ja, mir passieren ganz viele schreckliche Dinge. Wenn ich ganz viel Pech habe, dann nennt man mich einen Pechvogel. Warum Vogel? Ich habe keine Ahnung. Ja, man sagt einfach Pechvogel. Ja, warum man unbedingt ein Vogel ist, das weiß niemand. Ja, aber wenn du viel Pech hast, dann bist du ein Pechvogel. Und wenn du aber ganz viel Glück hast, ja, wenn du ein tolles Leben führst, und oft Glück hast, ja, wenn dir oft Dinge passieren, die sehr, sehr schön sind, die sehr, sehr toll sind, ja, wenn du ganz viel Glück hast, ja, dann bist du kein Vogel, sondern aus irgendeinem Grund ein Pilz. Ja, du bist ein Glückspilz. Also, wenn du viel Glück hast, bist du ein Glückspilz. Pilz, und wenn du ganz viel Pech hast, dann bist du ein Pechvogel. Und ich hoffe, dass du eher ein Glückspilz bist als ein Pechvogel. Und ich denke, es ist gut, sich selber als Glückspilz zu sehen. Denn wenn man sich selber als glücklich sieht, ja, als jemand, der sehr viel Glück hat, dann denke ich, passieren auch automatisch mehr gute Dinge, weil man mit einer positiven Einstellung an die Dinge rangeht. Ja, also sei heute mal ein Glückspilz. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen, du Glückspilz.